und herzlich willkommen zurück zu Call of Duty Black Ops Zombie. Hier ist der Bloodwork und wo ist er? Oh, Mati! Da ist er, da ist er. Und wir haben die Tonnenrunde. Sind inzwischen in Runde 19 und halten uns eigentlich relativ gut. Außer dass ich zweimal gestorben bin, brauchen Mati gar nicht. Einmal aus deiner Dummheit und einmal aus meiner Dummheit heraus. Hey! Und, oh, du hast eine Raygun. Hab ich doch gesagt, du Affe. Ich will auch was machen hier. Alter, wir zerstören die Hunde gerade so aus dem Video jetzt. Ich komm nicht völlig, ich komm gar nicht an die Hunde ran. Versteh dich gar nicht, die Welle ist so laut. Warte. Jetzt chill mal. Die MG ist wichtig. So, ich bin soweit. Nice, jetzt habe ich sie wieder voll, das ist so gut. Mal alle Waffen einmal durchschalten. Mehr? Dann erstmal alle Waffen durchschalten, gucken welche. So, dann nehme ich wieder erstmal die schlechteste. Oh, Runde 20. Hinter dir. Kam angeschlichen von der Wand aus. Wie so eine Spinne, weißt du? Wie so eine dreckige Spinne. Spider-Woman! Hallo! Nice! Die Knife-Dinger bringen ja richtig was. Ah! Titten! Lass mich durch! Geh nach hinten, geh nach ganz hinten. Ich bin am Raum. So. Ha, gleiche Idee. Neben dir! Junge! Nice, jetzt auch Balance. Jetzt machen wir Punkte, bis zum Reden. Komm mal zu euch hier. Da kümmere dich um die hier. Hau die lang alle weg. Au! Komm auf Treppe, schnell! Bisschen flott! Da! Nice! Ja, Punkte, guck's mal an. 13.000 habe ich jetzt wieder. Hinter dir. Boah. Alter, es hört nicht auf. Hat 100 Schuss abgelassen, ey. Vorsicht, hinter dir. Welches hinter mir? Meistens ist damit dein Rücken gemeint, mein Lieber. Oh, hinter dir. Oh mein, eine Hand tut weh. Mein Wodka, meine, ganz allein. Da jetzt hatte jeder von uns keine Raygun, ist auch ganz nett. Ja, mein anderes leer. Eine Raygun ist leer? Nein, meine Waffe mit den. Die Raygun hält echt irre lange, das musst du merken. Ja, nein. Nur ich habe ja meine zwei vollautomatischen. Die eine ist ja gepuncht und die Raygun. Und die ungepunchte benutze ich immer am Anfang, um richtig Punkte zu machen. Deswegen auch Doppelfeuer. Da kannst du reinhalten, kriegst trotzdem deine Punkte. Ja, ich kann trotz Runde 22 immer noch jeden einzelnen Zombie mit zwei Schlägen messern. Wo du eigentlich wieder sein? Ich bin im Hauptraum gleich. Was? Am Arsch. Ich muss mich dann beeilen.
Hier oben kann man auch einen Film reinlegen, was ihr gerade seht. Den findet man halt in diesen Geheimräumen, während man sich teleportiert. Oh, da geht's schon los. Überall sehe ich Schüsse. Boah, was geht denn hier ab? Hallo, ich musste auch noch hin. Alles easy, alles im Griff. Glaubst du? Seh ich. Augen im Kopf. Glauben tust du in der Kirche hinter dir? Komm weg hier. Weg hier. Komm weg hinter dir. Anzahl ist das Max Ammo das Wertvollste, was man überhaupt haben kann. Also wenn man halt ohne Muni ist, die Waffe auch noch gepuncht ist, kostet halt Munition unendlich viel. Und man hat seinen 5500 Punkte. Wow, wow! Nein, 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 ich bin tot! Zum Glück genug Kohle. Ich komm. Ich kann das nicht anders, du bist so blockiert, ich muss rumrennen irgendwie. Ja, ich komm dir entgegen. Und werf dann, falls du nicht klarkommst, einen Affen. Aber erst wenn du da bist. Ich hab meinen letzten gerade geworfen. Junge, kann ich sinnlos werfen, wenn du mich jetzt gleich nicht wiederbeleben kannst. Ach, Bumsen. Nee, heute nicht. Guck mal, ob einer kommt. Kann ich nicht, wenn ich umdrehe, da ist einer. Ich hab nichts, ne? Du musst mir jetzt Deckung geben. Ich muss. Ja, ich hab. Vor. Komm. Lass mich sonst vor. Ich muss jetzt aufpassen. Wenn ich halt jetzt getroffen werde, sterbe ich meistens sofort, weil die Zombie schon zweimal. Oder wenn du zu viel Dings hast, dann wirf einfach einen Affen. Du hast doch noch Affen. Ich hab gar. Doch, ich hab sogar noch welche. Ja, aber jetzt muss ich erstmal. Deck mich mal, ne? Ich hole mir nämlich jetzt Juggernaut und danach Tempokola und ich brauche alles wieder. Das ist echt nervig. Ja, ich klopp auch die Krabbler weg, weil die gehen mir richtig tierisch auf den Senkel gerade irgendwie. Ja. So, Juggernaut hab ich. Tempokola. Reach for me. Wo ist jetzt weg? Wow, wow! Ich halte mich jetzt ein bisschen zurück. Ich hab keinen Bock mehr zu sterben oder erstmal zu holen. Irgendwas liegt da, was liegt da? Nichts Sinnvolles. Ah, ich komme nicht auf deine Cola ran. Bumsen, ich bin sowas von verwundet. Du sein. Hinter dir. Gut. Geht's mir wieder besser. Weil ich in der Nähe bin. Das so, ich bin wieder halbwegs safe. Komm. Halbweg ist nicht gut. So, ich brauche natürlich jetzt wieder eine neue Waffe. Meine ist ja leider weg. Jetzt. So kann man nichts zu ändern. Tu meine kaputte Schulter. Komm, weiter. Kein Risiko mehr. Keine Granaten mehr. Ach, und ich habe fast keine Munition mehr. Denk du nicht mal, ich halt mal rauf, damit wir heute auch mal zu was kommen. Ja, dann hol ich eine lange Waffe. Wo ist. Ah, die Kiste ist woanders. Scheiße. Lass den letzten am Leben. Hinter dir! Hab ich gespürt. War hier auch hinter dir. Wirf mal einen Affen! Wir machen die Falle an. Glaubst du, wenn ich da jetzt durchrenne? Du stirbst aber euch nicht.
Du verlierst dann nur ungefähr die Hälfte. Du würdest sterben, wenn du keinen Juggernaut hast. Du verlierst nur die Hälfte. Lass den letzten am Leben. Ich brauche, wie gesagt, nur eine neue Waffe. Bitte keinen Teddybären. Cheer. Knuff, 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 knuff. Blockworld am Scheitern. Komm, nur Scheißwaffen. Zumindest keine, die mir hier was nutzen. Im Multiplayer wäre natürlich eine Sniperwaffe genial, weil ich ja gut snipen kann, aber hier bringt es halt bei den ganzen Massen nichts. Hamas ist nicht schlecht, aber nicht für jetzt. Solange ihr noch genug Kohle habt. Hamas ist meine Lieblingswaffe. Ja, die ist okay. Okay. When did I run out of ammo? Das war ein Messerschlachte. So, jetzt müssen wir uns natürlich überlegen, was machen wir in den Folgen noch. Lohnt es sich noch sehr lange zu spielen oder haben die Zuschauer alles gesehen? Weil dann würde ich nämlich uns eine der wenigen Möglichkeiten, die uns hier bieten, zeigen. Ich bin dafür, wir machen ein Finale, also ein sehr geiles Ende. Dann lass uns verbrennen gleich. Ja. Wie ich schon... lass mal einfach die nächste letzte Folge. Hallo! Affe! Affe! Schnell! Mach ich! Ist aktiv! Hast du mir das Leben gerade gerettet? Kommst du irgendwie in diesen Raum hier wieder rein? Ich bin gerade sehr selber angehakt hier. Wo bist du? Bist du oben? Ich... Oder? Ja. Hast du ein Zombies hinter dir? Ja, ein paar. Insta-Kill. Bumsen. Lass mal bei schnelles Nachladen treffen. Wir sind gerade am blutige Arbeit leisten hier. Nein! Was? Nein! Ich wäre zu nachsichtig, ich bin zu nachsichtig. Eigentlich hättest du hier dieses Blessing Knife holen sollen. Das wäre viel praktischer gewesen. Ich glaube, zu diesem Grande Finale kommen wir gerade nicht mehr. Ich habe ein Problem. Feierabend. Trotzdem habe ich mehr Kills als du. Aber ich bin ohne Scheiß viermal down gegangen, das gibt's doch nicht. Aber du hast mich nur zweimal geheilt. Wie habe ich sonst überlebt? Ich brauche mich was anderes. Vergiss nicht abzumoderieren. Ja, keine Sorge, das vergesse ich schon nicht. Wollte nur mal so gesagt haben. Zu moderieren. Ich wollte den Zuschauern eigentlich noch den schönen Hintergrund gerade zeigen. Aber jetzt ist zu spät, egal. Ja, lieber Zuschauer, das war die Map Kino der Toten, ne? Im Zombie-Modus. Es gibt noch weitere Maps, wie zum Beispiel Five, da spielt man halt im Pentagon. Dann Deathtops Arcade, das ist, ich sag mal, eher so eine Art Retro-Map. Dann eine sehr schöne Map, Ascension. Da bist du halt in so einem Raketenwerk, macht sehr viel Spaß. Fall of the Dead, Shangri-La, Moon, da bist du halt auf dem Mars. Oder ne, auf dem Mars, ich rede einen Scheiß. Auf dem Mond, musst du halt auch mit der Schwerkraft kämpfen. Nacht der Untoten, verrückt. Numa und der Riese. All diese Maps können wir gerne mal spielen, wenn ihr das wollt, liebe Zuschauer. Wenn ja, schreibt es doch bitte in die Kommentare. Wenn nicht, dann war es das erstmal für mich, Bauer Martin von Call of Duty Black Ops Zombie Modus. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Wenn ihr bis diesem letzten Part durchgehalten habt, lasst mir doch bitte noch eine letzte Bewertung da. Vielleicht ein Kommentar, wie ihr es gefallen habt. Gerne ein kleines Feedback da lassen. Ich würde mich freuen. Und ich würde mich natürlich auch weiterhin freuen, wenn wir uns im nächsten, in einem anderen Projekt wiedersehen. Sei es eins meiner Musikparts, sei es ein Horrorspiel, ein Survival-Spiel. Vielleicht mache ich auch nochmal ein anderes Spiel mit Bauer Martin zusammen irgendwann, dann seht ihr den auch nochmal wieder. Ansonsten könnt ihr auch gerne mal auf seinem Kanal gucken. Auch da bin ich mir sicher, dass bald was kommen wird.
Ansonsten war es das von mir. Ich bedanke mich, wie gesagt, herzlich fürs Zuschauen. Und ich sage adios, euer Bloodwork. Oh, Martin, willst du auch noch was sagen? Achso, ja, von mir auch noch mal kurz so, gebt mal Feedback, wie euch das so von der Sicht aus über mich gefallen hat und so. Und ja, das war's dann auch von mir. Und ja, haut rein. Alles klar. Feedback dann halt nur auf meinem Channel, weil der liebe Baumart das halt nicht aufgenommen hat. Aber egal. Wie gesagt, wir beide freuen uns, dass ihr zugeguckt habt. Und auf dann auf bald, euer Bloodwork und euer Baumartin. Adios.